Funktioniert das Mikro? Ja, sehr gut. Alles gut. Hey, vielen Dank. Wie ihr bei Manuel gerade gehört habt, geht es bei mir ums Thema Moore und darum, wie wir von der Klimakatastrophe zum Klimaschutz kommen können. Dafür müssen wir aber natürlich erstmal klären, was Moore überhaupt sind. Das hier ist ein Moor, oder? Ein schönes Moor, das ist viel Wasser bis zur Oberfläche mit Torfmoosen und man weiß gar nicht so genau, wo man da hintreten soll. Das stimmt, das ist auch ein Moor, ein naturnahes Moor. Allerdings sehen 95% der Moore in Deutschland und auch in Bayern ganz anders aus, weil sie entwässert wurden. Dieses Bild ist also leider nicht wirklich repräsentativ. Ein repräsentatives Bild für die Moore in Deutschland müsste ungefähr so aussehen. Ja, das ist auch ein Moor, ein entwässertes Moor, das heute als Kartoffelacker genutzt wird. Ihr fragt euch vielleicht, woran man das erkennt. Ihr seht es am Boden. Der ist sehr, sehr dunkel, fast schon schwarz. Und das heißt, dass er einen sehr hohen Anteil an organischer Substanz hat. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Boden eigentlich aus konservierten Pflanzenresten besteht, die damals, als das Moor noch nass und nicht entwässert war, im Boden konserviert wurden. Das funktioniert eigentlich genauso wie bei so einem sauren Gurkenglas. Wir haben da drin Pflanzenreste, hier sind es jetzt Gurken, im Moor sind es dann Torfmoose und andere Pflanzen und Wurzeln. Und die werden durch den hohen Wasserstand im Moor konserviert. Und damit auch alles, was in den Pflanzen drinsteckt, zum Beispiel Kohlenstoff. Und weil jetzt Moore aus mehreren Metern solcher Schichten konservierter Pflanzenreste und damit auch Kohlenstoff bestehen, sind Moore extrem effiziente Kohlenstoffspeicher. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass Moore ungefähr 3% der Landoberfläche bedecken. Wälder, die man ja als Klimaschützer kennt, also Aufforsten für den Klimaschutz, hat man, glaube ich, schon mal gehört. Wälder bedecken rund ein Drittel der Landoberfläche. Aber Moore speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen, auf einem Zehntel der Fläche. Was ist jetzt mit den Mooren in Deutschland passiert, dass sie nicht mehr wie das aussehen, was wir uns unter Mooren vorstellen? Naja, so nasse Moore, die galten lange Zeit als unnütze oder auch gefährliche Orte, wahlweise auch als Baufehler der Natur, wo der Mensch korrigierend eingreifen muss. Und deswegen haben wir in Deutschland eine sehr lange Geschichte der Entwässerung. Das heißt, man hat Gräben gegraben, Entwässerungsgräben wie den hier oder Drainagerohre verlegt. Und diese Strukturen, die finden wir bis heute in unserer Agrarlandschaft, die in Moorgebieten liegt. Seht auch hier wieder, schwarzer Boden, hoher Anteil organischer Substanz. Auch hier sind wir im Moor. Wo ist jetzt das Problem bei der Entwässerung? Ein intaktes Moor kann aus bis zu 95% aus Wasser bestehen. Heißt, ein intaktes, nasses, naturnahes Moor kann mehr Wasser enthalten als ein Weißbier. Das habe ich gestern extra noch mit der Kollegin für euch getrunken, dass wir hier das Foto haben. Also, wenn wir jetzt diesen Lebensräumen, die völlig vom Wasser abhängig sind, das Wasser entziehen, dann funktionieren sie nicht mehr. Stellt euch das bei einem anderen nassen Lebensraum vor, zum Beispiel bei einem See oder einem Fluss, und denkt euch mal mit so einem Plopp das Wasser weg. Da bleibt nicht mehr viel von übrig. Und so ist das bei den Mooren auch. Die funktionieren nicht mehr. Und auch diese Kohlenstoffspeicherfunktion, die sie ja haben, haben wir gesehen, effiziente Kohlenstoffspeicher, die funktioniert nicht mehr. Und zwar deshalb, weil wir jetzt den Wasserstand absenken und die Pflanzen jetzt mit Luft in Berührung kommen. Sie wurden ja durch den hohen Wasserstand wie im Gurkenglas konserviert. Jetzt kommt Luft dran und dieser Kohlenstoff, der auch in den Pflanzen drin steckte, kommt jetzt mit Luft in Berührung und wird als CO2 freigesetzt. Ich habe euch hier noch ein Moor mitgebracht. Ihr seht es am hohen Anteil organischer Substanz im Boden. Dieses Moor wird als Maisacker genutzt. Und auf so einem Acker kann pro Jahr auf einer Fläche von einem Hektar, das sind 100 mal 100 Meter, können 40 Tonnen klimaschädliche Emissionen frei werden. Das jetzt klingt irgendwie viel, aber wie viel ist das wirklich? Wenn ich dieselbe Höhe an Emissionen durch Autofahren erreichen will, dann müsste ich mit einem PKW 400.000 Kilometer fahren. Das ist 10 Mal am Äquator um die Erde. Also enorm viel. Und das kommt jedes Jahr aus einem Hektar entwässerten Moorboden. Und wir haben viele Hektar entwässerten Moorboden und das geht schon seit vielen Jahrzehnten so. Also wir haben ein sehr, sehr großes Problem hierbei. Jetzt fragen sich Skeptiker vielleicht, woher wir das jetzt so genau wissen. Wir haben das nachgemessen und zwar mit solchen Hauben hier.
Die sind im Prinzip wie ein Deckel, den man auf ein Stückchen Moor setzt und dann misst man im Inneren der Haube, was mit der CO2-Konzentration mit der Zeit passiert. Also wird das mehr, wird das weniger? Dann messen wir noch eine ganze Reihe anderer Dinge wie den Wasserstand, die Sonneneinstrahlung und so weiter. Und das sieht jetzt hier echt schön idyllisch aus mit dem Alpenpanorama im Hintergrund, ist ein sonniger Tag. Vielleicht zum Kontext, diese Messungen finden alle 3 Wochen statt, dauern dann einen ganzen Tag und man fängt vor Sonnenaufgang mit dem Messen an und macht das dann bis zum späten Nachmittag. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, im Juli geht die Sonne sehr früh auf und dann ist man den ganzen Tag da draußen mit Messen beschäftigt. Das machen wir das ganze Jahr über. Also auch im Winter gibt es CO2-Messungen und auch die haben ihre Tücken. Wenn man da stundenlang draußen steht, kann das auch sehr, sehr anstrengend werden. Aber was machen wir jetzt mit diesen mühsam errungenen Daten? Ja, die werden in Modelle eingesetzt und dann kommt da am Ende zum Beispiel sowas hier raus. Auf dieser Grafik hinter mir seht ihr eine ganze Reihe bunter Punkte, sehr, sehr viele. Jeder dieser bunten Punkte bedeutet ein Jahr messen und dann nochmal ein Jahr modellieren hinterher. Das heißt, bei so vielen bunten Punkten steckt in dieser Grafik richtig viel Arbeit, weil richtig viel messen, aber damit auch richtig viel Aussagekraft drin. Was sagt die Grafik jetzt aber aus? Sie sagt, je höher der Wasserstand im Moorboden, desto tiefer sind die Emissionen. Je tiefer ein Moor entwässert, desto höher sind die Emissionen. Also eigentlich sagt diese Grafik, nässer ist besser. So, jetzt wissen wir also, was wir machen müssen. Alle Moore wieder nass machen. Jetzt habe ich aber ja gesagt, 95% der Moore sind entwässert und ein sehr großer Teil davon werden land- oder forstwirtschaftlich genutzt. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Ziel rangehen, alle Moore wieder nass machen, dann ist mit erheblichem Widerstand zu rechnen. Und das ist ja auch erstmal völlig nachvollziehbar und verständlich, weil die Landwirte und Landwirtinnen, die jetzt auf diesen Mooren wirtschaften, die leben ja davon, dass sie auf dem entwässerten Moor etwas anbauen, was sie dann verkaufen können. Also brauchen wir eine Lösung, die sowohl fürs Klima funktioniert als auch für die Landwirtschaft. Und da möchte ich euch heute eine vielversprechende Kandidatin vorstellen. Das ist die Paludikultur. Paludi kommt hergeleitet aus dem Lateinischen von palus und bedeutet Sumpf. Die Paludikultur ist also die Sumpfkultur und heißt nichts anderes als eine nasse Landwirtschaft auf Moorboden. Heißt, im Moor heben wir den Wasserstand an und betreiben obendrauf eine Landwirtschaft, die dann aber Emissionen verhindert. Und damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wie das aussieht, habe ich ein paar Beispiele dabei. Man könnte zum Beispiel Pflanzen anbauen, die mit den nassen Bedingungen in Mooren zurechtkommen. Zum Beispiel Schilf oder Rohrkolben. Auf dem Bild sind das jetzt Seggen und im Hintergrund das Gelbe ist Rohrglanzgras. Das sind alles Pflanzen, die auch natürlicherweise in Mooren vorkommen. Was wir auch machen können, ist Tiere nehmen, die mit den nassen Bedingungen zurechtkommen. Zum Beispiel robuste Rinderrassen oder Wasserbüffel und die auf so ein nasses Moor stellen. Die fühlen sich da pudelwohl. Und nur um zu zeigen, dass es noch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, die Weide hatten wir gerade, die Schilfpaludikultur. Man könnte in Hochmooren aber zum Beispiel auch Torfmoose anbauen und daraus Torfersatzstoffe machen. Man kann auch Nässe angepasste Baumarten auf so ein wiedervernässtes Moor stellen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und meine Kollegen im Peatland Science Center forschen daran, was das jetzt für verschiedene Einflüsse hat. Und sie haben letztes Jahr was sehr Interessantes herausgefunden und veröffentlicht. Und zwar haben wir an so Schilfpaludikulturen geforscht. Und da kam was ganz Spannendes raus. Und zwar können die durch den hohen Wasserstand im Moor nicht nur die Emissionen verhindern, sondern die können aktiv Kohlenstoff aus der Luft nehmen und den im Boden einbinden. Und zwar massiv viel. Auf einem Hektar, die 100 mal 100 Meter, können die bis zu 10 Tonnen Kohlenstoff im Boden einbinden. Jedes Jahr. Und damit haben sie alle Erwartungen übertroffen und sind aus der Klimaperspektive jetzt schon mal super. Was ist jetzt aus der Landwirtschaftsperspektive? Die fragen sich natürlich, können wir damit denn auch was machen? Kann man das jetzt verkaufen? Und die ganz knappe, aber eindeutige Antwort darauf ist ja, man kann damit was anfangen. Ich habe mal 3 Beispiele aus einem großen Bogen mitgebracht. Zum Beispiel kann man daraus Möbel produzieren. Das ist ein Rednerpult aus Erlenholz und Seggen. Vielleicht haben wir das nächstes Jahr hier auch stehen, wer weiß. Man kann aber auch ganze Wände aus Paludikulturen bauen. Im Trockenbau zum Beispiel werden Rigipsplatten verwendet, die könnte man durch solche ersetzen. Und es gibt auch Paludikulturen, die man essen kann. Hier bei diesem Catering-Service ist heute zum Beispiel Feuerwurst vom Wasserbüffel aus dem Moor im Angebot. Also ihr seht, es gibt Wertschöpfung aus dem Moor, das funktioniert. Das hat inzwischen auch die Politik erkannt und seit diesem Jahr werden Paludikulturen massiv gefördert. Das heißt für mich, wir können hoffentlich relativ optimistisch in eine Zukunft blicken,
die zum Beispiel so aussehen könnte. Ihr seht hier ein Mosaik aus verschiedenen nassen Nutzungen. Da hinten sind die Wasserbüffel, hier vorne gibt es ein Rohrkolbenfeld und auch Torfmoose werden hier drin angebaut. Und ich möchte, dass ihr aus dem Vortrag zwei Dinge mitnehmt. Erstens, Paludikulturen sind echte Klimaschützer mit einer Zukunftsperspektive für alle Beteiligten. Dankeschön. Das Zweite, es ist wie beim Weißbier, Nässer ist besser. Vielen Dank. Ja.